Im Dortmunder Gerichtsviertel sind heute Mitglieder der Umweltschutzorganisation Robin Wood auf Fahnenmasten geklettert, aus Protest. Vor Gericht wurde ein verhängtes Bußgeld verhandelt gegen eine Mitstreiterin. Dabei wollten die Aktivisten nicht tatenlos zusehen. Eine Demonstration für den Protest gegen Atomkraft. Und das auch noch passenderweise vor den Solarzellen der Dortmunder Justizgebäude. Es musste also im Gerichtssaal nicht mehr bewiesen werden, artistisch genug für besondere Kletteraktionen sind. Um diesen schwebenden Protest ging es heute. Die beiden Demonstranten hatten sich mit ihrem Klettergeschirr über dem Dortmund-Ems-Kanal bei Münster abgeseilt. Der Anlass: Über das Wasser sollten verstrahlte Turbinen aus dem abgeschalteten Atomkraftwerk Obrichheim Richtung Ostsee transportiert werden. Der Schiffsverkehr auf dem Kanal wurde so stundenlang blockiert. Dafür hatte die untere Wasserbehörde ein Bußgeld verhängt. Das wollten die Protestierenden nicht auf sich sitzen lassen. Und so wird die ganze Aktion vom vergangenen Pfingstmontag juristisch genau aufgearbeitet. Ende März werden die damals beteiligten Wasserpolizisten als Zeugen vernommen.